Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich bin am Wochenende am Ostersonntag zum Brunch eingeladen und da sollte ich natürlich eine Kleinigkeit mitnehmen und ich dachte mir, ich mache eine super leckere Quiche. Das Tolle daran ist, die kann man ja gleich vorbereiten, weil die auch kalt einfach super, super lecker schmeckt. In die Quiche, die ich heute mache, kommt ein bisschen Ziegenfrischkäse, Feta-Käse, Tomaten, Speck kommt rein, damit es vorher noch richtig schön lecker angebrutzelt. Und ein bisschen Blattspinat. Das Ganze kommt dann einfach in einen Blätterteig, ab in den Backofen. Fertig ist die Quiche. Aber wie es genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. In einer großen Pfanne zerlasse ich etwas Butter, brate den Speck da drin an. In der Zwischenzeit schneide ich eine kleine Knoblauchzehe. Die brauchen wir gleich. Und wenn der Speck schön kross angebraten ist, gebe ich dann den Blattspinat hinzu. Dann den Knoblauch, alles gut miteinander verrühren. Das braucht so 2 bis 3 Minuten. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Tomaten. Die habe ich vorher abgewaschen und werden jetzt halbiert. Und die kommen jetzt in die Pfanne hinzu. Dann nochmal kurz umrühren und beiseite stellen. In einer großen Schüssel gebe ich 3 Eier. Anschließend den Feta-Käse, den Ziegenfrischkäse, Creme fraiche und die Tomaten mit dem Spinat. Dann noch etwas Salz und Pfeffer und eine Prise Muskatnuss. Alles miteinander gut vermischen. Und wenn das geschafft ist, nehme ich eine Springform, die ich mit Blätterteig aufgeteilt habe und gebe die ganze Masse dazu. Dann alles verteilen, den geriebenen Hartkäse obendrauf, den Backofen auf 180 Grad vorheizen und anschließend für ca. 30 Minuten ausbacken. Anschließend abkühlen lassen und lauwarm servieren. Die Quiche ist so verdammt lecker, dass ich am liebsten alles wegspachteln würde, sodass für den Brunch gar nichts mehr da ist. Aber ich muss mich natürlich zurückhalten. Ist wirklich super lecker. Gerade die Verbindung von den verschiedenen Käsesorten macht die Quiche zu was ganz Besonderem. Die Zutaten sind natürlich wie immer unten in der Infobox aufgelistet. Wenn ihr es nachmacht, würde es mich freuen, wenn ihr die Bilder auf Instagram oder Facebook posten würdet. Das würde mich sehr freuen, das zu sehen. Wie ihr das so hinbekommen habt, das wird euch sicherlich sehr, sehr gut schmecken. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und genießt noch das Osterwochenende. Und wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder.